Geschichten, Säbel des Kämpfers verloren. Haben wir ihn besiegt? Lebt er noch? Ja, er lebt noch. Er hat mich dann wieder rausgekickt, Digga. Nee, okay, er backt dir. Ich glaube, ja, okay, ich hab raus, ich hab raus, Merk, ich hab raus. Weiterlocken, Leute. Weiterlocken. Er muss mindestens auf diese Position wieder. Er kriegt keinen. Leute, die Gallione feuert. Ja, ich weiß. Tobi, was machst du eigentlich? Danke. Nicht die Gallione feuert, sondern da oben ist auch ein Skelett drin, ein Schiff. So ein Ausdruck. Lol, er ist direkt bei mir gewesen, hat mich geworfen. Hey, was? Tobi, bist du noch da? Ja, ich kümmere mich um die Skelette. Das ist Tobi, sehr schön. Leute, wir müssen aber erstmal das Skelettschiff noch erlegen, bevor wir von den Schatten nehmen können, okay? Gute Sache, Linda. Also die Geschichte kenne ich teilweise. Hier, Merox, der müsste da mit der Kanone rankommen, oder? Nein, da komme ich nicht ran. Er ist ganz kurz davor. Der Wirkungsbereich ist ganz, wirklich, das ist so Millimeter. Lock ihn weiter. Ach, schade. Nimmt der Hund sich wieder ein, Digga. Vorne. Ja, ich sehe, wo er rauskommt. Bin wieder da. Sehr schön, wir haben ihn mit der Kanone, Digga. Ach, scheiße, ich habe keine Muni mehr. Ich hab ihn geholt. Sicher, Tobi? Sicher, dass ich bin mit dem Säbel, ich bin mit dem Säbel reingerannt. Sehr schön, Leute. Geil. Hab da richtig geil gemacht. Jetzt müssen wir das Piraten, das Gletscherschiff holen. Nein, Leute, ich würde das jetzt eher, obwohl. Ja, als erstes mal öffnen, einfach nur fürs Feeling. Ich glaube, ich gehe jetzt auch auf. Okay, gut, dann machen wir ja, Leute, lass erstmal alles in Schiff einlagern bei uns. Ja, okay. Leute, lass erstmal hier aufmachen, okay? Okay, gut, tschüss, Tobi. Nee, tut mir leid, keine Ahnung. Leute, lass öffnen. Ey, was denn? Die Schatztruhe. Wo sind die? Die Schatzkammer. Wo sind die? Warte, komm mit. Hier. Ah. Wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn, Jungs? Ja, komm, Matti, öffnest schon mal, Maddox. Matti, du hässlicher. Also, ja. Wo bist du denn jetzt, Matti? Ah, hier. Komm, oh, der ist so lang hier unten. Achso, warte mal. Hier, ich hab das fallen lassen, Upsi. Habt ihr aufgesammelt, oder? Frage. Dummer Idiot. Wo ist das jetzt? Tschüss, Tobi. Hat Martin den Schlüssel verloren? Haben fallen lassen irgendwo. Ich bin so ein dummer Idiot. Oh. Jetzt doof gelaufen, ne? Ist da im Wasser. Hast du jetzt ehrlich den Schlüssel einfach ins Meer geworfen? Wenn du aufgehst, kannst du dann nochmal mit uns labern ohne Spiel. Ist dein Ernst jetzt, Martin, ne? Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber wir gehen noch nicht auf Tobi. Wo hast du den Schlüssel hingepackt? Weiß ich nicht. Braucht ja noch eine Dreiviertelstunde. Alter, ey. Man will nicht mit dir spielen. Wo bist du lang gegangen, Matti? Weiß ich auch nicht mehr. Alter, Junge. Alter, Matti, du hast das Allerwichtigste überhaupt hast einfach weggeworfen irgendwo. Ich wusste doch nicht, dass wir das brauchen. Warte, wenn du irgendwas droppt, dann brauchen wir das. Das triggert mich gerade. Junge, alles, was ein Boss fallen lässt, das nimmt man. Keine Sau hätte das weggeworfen. Naja. Jetzt gut gelaufen. Hey, wo hast du das denn reingeworfen? Also einfach irgendwo fallen lassen. Warte, weißt doch, welchen Weg du gegangen bist. Was fallen? Nein, weiß ich nicht. Es gibt Dummheit und es gibt Matti. Also. Alter. Anders muss man nicht sagen. Warte, Gottes. Bist du zu unserem Schiff gegangen, Matti? Wie bitte? Hier liegt es, Alter. Wo denn? Mitten im scheiß Busch lagst du. War Absicht. Oh. Alter, aber du bist ein dreckiger Mensch. Nee, einfach aus Prinzip darfst du das jetzt wie. Faktisch, das genau nehmen. Ja, ich geier rein, ich geier. Ja, wieder ganz gutes Zeug, ne? Lol. Alles ins Boot laden. Ja, alles ins Boot laden. Da haben wir jetzt eine Menge ins Boot zu laden, Digga. Verkaufen wir das dann alles? Ja. Und kaufen wir uns auch unser Schiff färben, Leute. Okay, ich dachte, wir kaufen Kanonenkugeln. Ja, Kanonenkugeln zu kaufen wir auch, aber wir färben es erstmal, das ist wichtiger. Und dann kaufen wir Kanonenkugeln alles. Das wird richtig geil. Ich werde uns dann richtig hoch machen. Dass wir auf alles gewappnet sind. Ach ja, alles Zeug in die Kajüte bringen, Matti. Oh. Ich geh mal in die Schatzhöhle, die wir noch vom letzten Mal hatten. Ja, hol dir auch mal. Alter, wir haben richtig, richtig viel Zeug hier hängen, ne?
Oh, die Welt ist im Wandel. Was ist denn da schon wieder? Alles Zeug gespawnt. Jetzt kommt gleich der nächste Totenkopf, aber den werden wir uns jetzt nicht mehr holen. Ich lese immer anstatt türkische die türkische See. Ich auch. Baller. Einfach im Kopf schließen. Einfach nur noch was zu essen, muss ich auch nochmal auf. Jetzt ein Kopf schließen. Ihr seid hässlich. Mit Wasser, glaube ich, mach mal kurz was, damit wir das alles riesiger kriegen. Ich will aber kein Death Mount gucken, Kokos geht. Ich will das nicht. Ah. Ah, diese Stimme hat mich gerade was anderes erinnert. An Merkel. Exakt genau da. Genau so spricht Merkel auch immer. Mega, der kommt hoch und geht. Hey, warte mal, kann ich die Kiste nicht aufmachen, manche? Ja, aber bring erstmal alles an Bord. Da können wir uns dann drum. Ey, das wird ewig dauern, das alles an Bord zu bringen, ne? Ja, deswegen versuche ich halt das Schiff maximal gut zu wenden. Ach ja, Leute, bei den Drehteilen sind zwei Teile abgeschossen worden. Das finde ich richtig geil, dass immer noch das zerstören kann. Wir haben jetzt nur noch zwei Griffe hier dran. Pack das in die Kajüte. Wie reparieren wir das, Malte? Nee, später. Pack das in die Kajüte. Alter, wir werden so rich sein. Wir sollten uns auf keine Kämpfe mehr einlassen. Auf jeden Fall nicht. Fahr direkt zum nächsten Spot. Vor allem, was ich habe nicht gerade mal... Das Beste ist das. Lass das einfach nicht gucken, um Kokskeks zu ärgern. Halt die Fresse. Ich habe gerade so ein bisschen drüber nachgedacht. Pass auf, es gibt ja die Engine, die EA benutzt. Die eine dort, wo auch zerstörbare Strukturen dabei sind. Ja. Jetzt stellt euch mal vor, man hätte daraus ein Schiff gebaut. Das heißt, das Schiff würde nach und nach zerstört werden. Das wäre eigentlich voll cool. Oder so Festungen, die man einfach in Erdbruch... Hast du keine Lust auf Death Note, Digga? Also unser Computer ist ja absolut voll, ne? Okay, gut, ich hatte das Schiff mal ein bisschen besser gewendet. Mati, diese Schädel Antwort. Kommen alle auf das Bett drauf. Wüsste ich doch nicht. Ja, doch, weißt du. Sicherlich, du Spaß. Aber Unfollow würde ich auch. Nimm den garstigen Goldschädel mit. Ehrenlose Basis. Ja, auf jeden Fall Ehre von dir. Geil, Leute, wir haben jetzt. Das haben richtig jetzt gelitten für diesen Schatz, ne? Gut. Wäre lustig, hätten das Ding einfach nicht wiedergefunden, ne? Mhm. Ey, vor allem ist in jedem Direktspiel, wenn der Boss irgendwas fallen lässt, hebt man das auf und lässt es im Inventar, weil man... Wir hatten jetzt fast diesen Schatz nicht bekommen wegen dir. Ey, das lag einfach im Drecksbusch drin. Das hat man nicht gesehen. Ich bin exakt rübergelaufen und hab's wirklich nur an einem einzigen Flügel. Es geht mir gar nicht darum, dass ich die Serien kacke finde, sondern ich habe einfach nicht die Zeit, um die zu gucken. Weißt du? Siehst du, jetzt überspielt er das doch, der Sack. Ich hab gar nicht zugehört, Entschuldigung. Ja. Du hast mir zugehört, Matti. Deine Eltern lieben dich nicht. Also wisst ihr, ihr habt ja kaum was, also ich will das jetzt nicht unterstellen, aber ich vermute mal, ihr habt kaum was zu tun in der Zeit. Wisst ihr? Aber ich halt schon. Ich hab relativ viel sogar zu tun. Wir nicht, Digga. Seit 10 Uhr. Und von daher könnt ihr halt ganz viel sehen. Ich hab den restlichen Tag immer nur hier auf Tiefs gespielt. Ich hab halt nicht die Zeit dafür, weißt du? Es ist gar nicht böse gemeint, dass, also abgesehen bei Death Note und Death Note hab ich wirklich absolut keinen Bock. An den Rest, der könnte ja gut sein, nicht? Digga, das ganze Bett raucht schon. Das einzige Mal, wenn ich Serien gucke, ist immer abends, wenn ich Zähne putze. Dann gucke ich eine Folge einer Serie. Und nee, putze nebenbei Zähne. Ich bin der putzt so 40 Minuten die Zähne, Alter. Und dann bis die Zahnbürste leer ist. Hey, bis die Zahnbürste nicht mehr existiert, hä? Nee, der hat eine Leckstoff. Das ist so krank, Alter. Das sind die einzigen Momente, wo ich eine Serie gucke. Momentan gucke ich keine Serie, momentan gucke ich Skyrim. Durch. Wer ist Malte? Erstmal, ich bin Alte und was soll ich Mathe unter den Arsch schieben? Aber.
Alter, guck mal bitte, Death Note, du wirst... Oh ne, Koksgeeks, meine Timeout, schnell, Timeout! Nein! Koksgeeks, ich habe noch genügend andere Serien davor, zuvor, die ich gucken kann. Afila!